Bahnhöfe sind besondere Orte und sie sind häufig auch literarische Orte. Orte des Ankommens, Orte des Abschieds, Orte der Begegnung. Der Heilbronner Bahnhof verknüpft auf diese Weise zwei Schriftstellerinnen, zwei Generationen: Gabriele Wohmann, Jahrgang 1932, und Viktoria Wolf, 1903 als Trude Victor in Heilbronn geboren und aufgewachsen. Wolf verbindet mit dem Heilbronner Bahnhof ihren Abschied aus der Heimatstadt 1933, als sie fliehen muss vor den Nationalsozialisten. 1984 erinnerte sie sich im Interview mit dem Heilbronner Journalisten Uwe Jacobi an die Gründe dafür. Weil ich dieses Land, dieses hitlerverseuchte Land, nicht als Nährboden für meine Kinder haben wollte. Da habe ich lieber alle Opfer auf mich genommen und bin mit den Kindern weggegangen. Und zwar, es ging ja nicht so leicht, nicht wahr? Man kann ja nicht sagen, ich bin weggegangen oder gereist. Wir sind dann schließlich nach Ascona gegangen. Und mein Sohn, der damals noch nicht in der Schule war, hat immer gesagt: Müssen denn andere Leute auch fliehen? Wir haben immer von Flucht gesprochen. Viktoria Wolf beschreibt diese Szene auch in ihrem Roman Gast in der Heimat von 1935. Diesmal war es keine Reise wohin. Es war auch keine Reise woher. Es war eine Reise fort von. Wenn die Kinder nicht gewesen wären, denen diese sogenannte Ferienreise großes Vergnügen machte, dann hätten die 10 Stunden, die uns stetig vom Vergangenen wegtrugen, nicht so leicht gewogen. Clemens saß zum ersten Mal in einem Schnellzug, der ins Ausland führte. Er studierte die aufgehängte Landkarte und die Bilder im Abteil. Er war aufgeregt und glücklich. Gabriele Wohmann, geboren 1932, beschreibt eine ganz andere Situation auf dem Heilbronner Hauptbahnhof, einen womöglich nicht minder besonderen Augenblick ihres Lebens. Der kleine, wahre Moment. Plötzlich, auf dem Bahnhof von Heilbronn, habe ich gemerkt, ich ging ja mit erhobenem Kopf. Die warme Luft war mir recht. Und ich hatte nichts gegen die Verbrüderungen in der Stoßzeit, in der Unterführung, auf den Treppen. Eine Amnestie. Wie aus Versehen war ich beruhigt. Dann, absichtlich, habe ich dauernd als Erste freundlich ausgesehen. Die Überraschung der Kellnerin beim Zurücklachen. Ich bin wie auf etwas Zukünftiges stolz gewesen, ohne Abscheu vor dem Nahverkehr. Ich will in meinem Umkreis nicht wie sonst alle Plätze blockieren. Mit mir könnte man sogar reden. Plötzlich auf dem Bahnhof von Heilbronn, wo ich den Kopf hinhielt, für mein Leben ganz gern. Rechtzeitig bin ich abgefahren. Es war nicht derselbe Bahnhof, den die beiden Schriftstellerinnen vor Augen hatten. Viktoria Wolf ließ ihre Protagonisten vom 1874 erbauten Heilbronner Hauptbahnhof abfahren, als sie im Exil den Abschied von Heilbronn beschreibt. Dieser Bahnhof wurde am 4. Dezember 1944 vollständig zerstört. Gabriele Wohmann kam dagegen auf dem neuen Heilbronner Hauptbahnhof an, wohl in den 1970er Jahren. Ihr Gedicht wurde 1978 veröffentlicht. Dennoch gibt es Parallelen. Beide Schriftstellerinnen verbinden einen ganz besonderen Moment in ihrem Leben mit diesem Bahnhof. Für Viktoria Wolf war es die Flucht, die Reise fort von, den Beginn eines neuen Lebens in ihrem Roman ebenso wie in der Realität. Sie besuchte nach dem Ende der Nazizeit zwar einige Male Heilbronn, lebte aber dauerhaft in den USA, wo sie bis zu ihrem Tod 1992 in Los Angeles zu Hause war. Ich bin im Herzen eine Amerikanerin geworden, sagte sie einmal. Für das Ich in Gabriele Wohmanns Gedicht war es dagegen ein innerer Neuanfang, eine Selbstermächtigung, ein die Dinge in die Hand nehmen. Absichtlich habe ich dauernd als Erste freundlich ausgesehen. Sie öffnet sich, sie schottet sich nicht mehr ab, sie übernimmt die Verantwortung für mein Leben ganz gern. Dann jedoch in der letzten Zeile ein Bruch. Rechtzeitig bin ich abgefahren. Auch eine Flucht.
Zur Verbindung zwischen Gabriele Wohmann und Heilbronn ist außer diesem Gedicht wenig bis nichts in Erfahrung zu bringen. Die 2015 in ihrer Geburtsstadt Darmstadt verstorbene Schriftstellerin, sie wurde 83 Jahre alt, lässt in ihrem Gedicht offen, welche konkreten Erlebnisse zu diesem kleinen, wahren Moment in Heilbronn geführt haben. Immerhin war es ein positiver Moment.